Die Zinsen sind ja auch im Eigenheim nicht von der Steuer absetzbar. Deswegen könnte man natürlich dahergehen und sagen, ja, aus steuerlichen Gründen würde es Sinn machen, das Eigenheim schnell abzutilgen. Ja, richtig, aber eine freiwillig höhere Tilgung als notwendig, Einschränkung, Renteneintrittsthematik hier eventuell schneller tilgen, dass ich zum Renteneintritt fertig bin und dass ich dann keine Haushaltsunterdeckung zum Renteneintritt habe, da macht es Sinn. Aber ansonsten freiwillig mehr zu tilgen macht keinen Sinn. Das heißt, ich vereinbare beim Eigenheim trotzdem die niedrigstmögliche Tilgung, klassischerweise 2%. Und wenn es mir jetzt um die Steuerthematik geht, dann könnte ich über Sondertilgung agieren. Habe ich von Anfang an beim Eigenheim eine hohe Beleihung gehabt, dann verbrate ich natürlich massiv Geld, wenn ich jetzt Sondertilgungen reinstecke, denn ich hätte dann an anderer Stelle bei einem anderen Objekt, das ich auch hochfinanzieren muss, selbst wenn ich da die Zinsen von der Steuer absetzen kann, dann dort entsprechend etwa das Doppelte an Zinsen ausgegeben, da ich durch den Beleihungsunterschied das Eigenkapital, das ich dort nicht einsetzen kann, im nächsten Objekt entsprechend teurer dann dort finanzieren muss. Und der Grenzzinssatz, der sind häufig um die 3 bis 5% entsprechend für die letzten 10% der Finanzierung, die ich mir versaut habe, dadurch, dass ich beim Eigenheim oder in einem anderen Objekt eine Sondertilgung geleistet habe. Also auch Sondertilgung im Eigenheim fraglich. Nun habe ich so viel Eigenkapital, dass ich nicht weiß, wohin, und habe ich auch genug andere Objekte, die ich nachbeleihen kann. Ja, dann kann ich natürlich gucken, dass ich möglichst im Eigenheim komplett lastenfrei unterwegs bin. Eventuell es dann als Zusatzsicherheit für ein Kapitalanlageobjekt nutze und dann kann ich die Zinsen im Kapitalanlageobjekt absichern, da es nicht darauf ankommt, wo beliehen ist, sondern nur dort, wie die Verwendung war für den Kredit. Das heißt, ein Kredit auf dem Eigenheim mit Verwendung für Kapitalanlage, Zinsen absetzbar, ein Kredit auf dem Eigenheim für Verwendung Eigenheim, Zinsen nicht absetzbar, ein Kredit auf einem Kapitalanlageobjekt mit Verwendung für Eigenheim, wieder nicht absetzbar. Egal, wo ich beleihe, es kommt darauf an, wie ich es verwende entsprechend. Nun, klassischerweise verbaue ich mir entsprechende Eigenkapital, das ich woanders brauche. Das heißt, meistens macht es also keinen Sinn, freiwillig höhere Tilgung sowieso nicht, aber auch noch Sondertilgung im Eigenheim entsprechend zu leisten, es sei denn, ich habe entsprechend so viel Eigenkapital, dass ich nicht weiß, wohin, dann sollte ich von vornherein mit einer niedrigeren Beleihung im Eigenheim reingehen, 60%, maximal 80%, im Notfall 90% und eben nicht mit 100 oder 110%. Und dann kann ich eben entsprechend über Sondertilgungen noch weiter reduzieren, falls ich das Geld dann doch nicht alles gleich habe, wobei besser eben von Anfang an einsetzen als später über Sondertilgungen, denn dann habe ich hier die Sache geschaffen, dass ich von vornherein auch den niedrigeren Zinssatz habe wegen der niedrigeren Beleihung. Zu der Thematik gibt es auch ein separates Video entsprechend noch.